gefühlt eine Ewigkeit musste ich warten, bis ich endlich ein Testmuster der Sony Alpha 7R 4 bekomme. Wie immer geht's los mit dem Unboxing. Was im Karton so drin ist, das erfahrt ihr jetzt. Dann geht's auch direkt los mit dem Unboxing. Wie so oft bei Sony und den meisten Kameraherstellern natürlich erstmal das obligatorische Handbuch, das natürlich immer beiliegen muss. Es ist ein Testgerät von Sony, das heißt, es ist sicherlich schon mal ausgepackt worden, aber der Lieferumfang ist natürlich trotzdem vollständig. Da hätten wir einmal den FZ100 Akku, der ist ja schon bekannt von nach ab der Alpha 7 der dritten Generation, Alpha 7R, 3, Alpha 9, die hatten den auch schon drin, hat der Akkulaufzeit auf jeden Fall sehr gut getan. Dann, das freut mich natürlich sehr, dass ein externes Ladegerät mit drin ist. Das ist ja bei der Alpha 7 zum Beispiel, also bei der ohne R oder S weiterhin nicht der Fall. Dann hätten wir ein USB-Typ A auf USB-Typ-C Kabel, um dann Daten zu kopieren. Weiterhin ein Netzkabel, offensichtlich nicht gerade für den deutschen Markt. Aber wie gesagt, es ist ein Testmuster. Und hier hätten wir dann auch noch eine Kabelklemme. Die gab es ja bisher, glaube ich, auch noch nicht allzu oft bei Sony. So, dann fehlt natürlich noch... Genau, der Alpha 7R 4 Tragegurt, ziemlich groß ausgefallen. Und das Wichtigste in diesem Video, das ist natürlich das Schmuckstück hier, die Sony Alpha 7R 4. Relativ selten, dass ich die Kamera vor dem Unboxing noch nie in der Hand hatte, sonst bin ich öfter mal auf Messen unterwegs, aber hier in dem Fall hat das leider nicht geklappt, also auch für mich jetzt wirklich der allererste Eindruck zur Kamera. Was ich schon mal sagen muss, was auffällt, auch im Vergleich zur Alpha 7 III, der Handgriff ist nochmal ein gutes Stück größer geworden, also einfach, ja, man kann halt besser reingreifen. Sie liegt viel besser, finde ich, in der Hand als die dritte Generation oder auch die Alpha 9. Also hier hat Sony nochmal ein bisschen was im Detail an der Ergonomie optimiert. Langsam kommen wir da auf jeden Fall auf den grünen Nenner. Auch hier der Joystick ist ganz anders von der Abstimmung. Auf den ersten Blick muss ich sagen, ich finde es gerade nicht so klar. Es ist so ein bisschen, naja, ich kann das jetzt schlecht nachvollziehen, so ein bisschen wabbelig einfach da drauf. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel nach oben drücke, ist es jetzt nach oben oder ist es eher so diagonal zur Seite. Aber das in der Praxis mal anschauen, wie intuitiv sich das Ganze bedienen lässt. Auch, glaube ich, hinten ein bisschen die OK-Taste oder... Nee, die FN-Taste, glaube ich, hat ein bisschen anderen Druckpunkt. Also kleine Ergonomie, Detailoptimierung, auch was die Einstellräder hier hinten angeht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen anders gelöst. Was auch auffällt, auch eine schöne Neuerung, hier nochmal diesen Unlock-Schalter zum Rein- und Rausklicken. Also auch das alles soweit gut gemacht. In der Kamera drin, das natürlich mit die größte Neuerung. Spiegelt es ein bisschen. So, das ist der Vollformat-Sensor in der Alpha 7R 4 mit einem neuen Auflösungsrekord von knapp 60 Megapixeln. Das wird natürlich sehr spannend. Ihr habt auch noch einen High-Resolution-Shot drin. Also schauen wir alles mal, wie sich das in der Praxis so auswirkt. Was ich irgendwie sagen muss, sie sieht insgesamt nicht nur vom Handgriff einfach ein bisschen bulliger aus als die Alpha 7 zum Beispiel der dritten Generation. Also jetzt wäre alles ein bisschen gewachsen. Aber ich finde das gar nicht schlecht, das ist jetzt keine Kritik an der Kamera. So, dann hätten wir hier einmal den USB-Typ-C-Anschluss. Das freut mich natürlich immer. Und hier unten drunter, das kleine Furzel ist im Micro-HDMI. Das finde ich wiederum einfach sehr, sehr schade. Da gibt es schönere Anschlüsse dafür. Wir hätten hier den Kopfhörer und Mikrofon unter einer Abdeckung. Das hat auch immer was. Und dann hier an der Stelle noch einen Anschluss für Blitze, also diesen X-Sync-Anschluss für ein bisschen professionellere Studioblitze. Da ist das hier immer noch Standard. Und hier an der Seite gibt es dann auch noch mal eine Neuerung. Unter anderem ist dieser kleine Schieber weg, um das Speicherkartenfach zu entriegeln. Und ihr habt jetzt endlich zwei UHS-II-Speicherkartenslots, also nicht nur der obere oder untere,
Und Sony hat es auch immer geschafft, dass der erste Speicherkartenslot jetzt oben statt unten ist. Das war ja auch mein Kritikpunkt. Dafür hat man die, ich glaube, wie ist das, DuoCard oder so, die Sony, ihr eigenes Format, die Unterstützung aufgegeben. Man hat also anscheinend nach 15 Jahren endlich mal eingesehen, dass es schlichtweg kein Mensch mehr nutzt. Wie gesagt, dankbarerweise dafür habt ihr jetzt einfach zweimal USB 2. Wenn ihr übrigens passende Speicherkarten sucht, Link hier oben drin. Wir haben schon ein paar getestet. Wenn das Video rauskommt, verspreche ich auf jeden Fall. So, hier hätten wir dann noch das Akkufach. Also ihr seht, der Handgriff wird eigentlich quasi komplett davon ausgefüllt. Was ist eure Meinung zu Sony Alpha 7 R4? Was wollen wir unbedingt testen? Schreibt es nochmal gerne unten in die Kommentare hinein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Dann verpasst ihr auch auf keinen Fall das Review. Also, bis dahin.